So, ich habe nur einen Cut gesetzt. Technischer Boxenstopp. Okay, Richtung stimmt. In der Hoffnung, dass wir das Huderbaum-Tree-Dinger finden. Okay, das war mal ein großes Schloss. Jetzt nur eine Ruine. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung wir gehen. Ich glaube, die Dicken waren jetzt gar nicht mal so die Challenge. Mal schauen. Ja, und klar, dass er einen Hund als... Oh! Okay, der geht. Ist nicht so wild. So, in welche Richtung schaue ich? In die Richtung. Wo kommt... Den habe ich jetzt nicht einmal annähernd gesehen. Ich war jetzt so auf den Hund fixiert. Ich habe... Also... Selektive Wahrnehmung. Ich habe den echt gesehen. Das war jetzt so... Ja... 1 bis 10 ein 2er Jumpscare. Oder... Naja. Er kam überraschend. Ich sag's mal so. Okay, war ein netter Ausflug, aber kommt jetzt raus. Okay, ich hab's verschrien, von wegen mein Spiel läuft flüssig. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Rucker war, aber... Naja. Scooter Tree? Geht mein Joe? Nein, Geisterasche. Ich weiß nicht genau, was uns die Geisterasche bringt. Weil Torrent ist halt Torrent. So, vielleicht können wir jetzt nur den Hund hertriggern. Weil die alleine, so ohne Wächter, Schäfer, Hund und so, sind jetzt nicht die große Challenge. Vor allem sind sie nur lang. Weil ja, so einer nach dem anderen geht. Ich möchte nicht rausfinden, wie es zugeht, wenn dann, ja, keine Ahnung, 4, 5 gleichzeitig auf uns los starten. Dann war's das mit der Coolness, dann fange ich wieder an, ganz nervös Button-Mashing zu betreiben. Smashing, ich sage immer Mashing. Naja, egal. Jo, das war mal ein cooles Gebäude. Das hat's auch überstanden. Ich finde das auch cool, wie abwechslungsreich die Gegenden diesmal sind. Also, das waren sie auch im Originalspiel, aber da habe ich den Eindruck... Fall runter wenigstens. Weil, naja, so tief wäre der Fall nicht gewesen und ich wäre trotzdem draufgegangen. Was droppen die? Schmiedestein. Ja, da hatten wir es wieder. Sie pflastern uns mit Schmiedesteinen zu. Waren wir da schon? Ja, das ist die Ruine. Okay, alles klar. Ja genau, das wollte ich sagen. Also abwechslungsreich waren es auch im Hauptspiel, aber ich finde da jetzt im DLC, dass man viel schneller in unterschiedlichen Regionen landet. Und so, wir haben zwei Dicke und einen Hund. Die Hunde halten meine Pfeile nicht so gut aus, das heißt, wenn wir gut sind, wenn wir ihn treffen, hätten wir den Hund erledigt, dann können wir dich backsteppen. Und müssen uns eigentlich nur mehr um beide kümmern, weil das zu wenig war. Okay. Einen kümmern, der uns anrückt. Komm, mach dein Ding. Wow! Okay, der ist ein bisschen flinker.
bringt immer wieder. Und tschüss. Schmiedestein! Gott sei Dank, hat sich voll ausgezahlt, die Action. So. Ja, okay, wir reiten jetzt mal drin. Was bist du? Wow, ein riesen Mutantenschaden. Das ist ein Schade. Selektieren. Das sind die Guten, das sind die Sammler-Heinzis. Handbuch der Sammlerbrut. Schwarzer Feuerfalter. Moment, da ist eine Riesenhöhle. Ah nein, ist keine Höhle, das ist nur so ein Durchgang. Ja, die Ruine möchte ich mal gerne aufheben. Ich möchte mal schauen, was da hinten weitergeht. Wobei, keine Ahnung, was schlimmer ist. Die Ruine oder die Blitzschafe. Mal schauen. Vielleicht kann man außen rum leiten. Da liegt es. Ah, was soll's. Buch des großen Herrschers. Naja, so gut kann das wohl nicht gewesen sein, sonst wird der große Herrscher dort nicht liegen. Also das ist nicht klar zu sein. Für die Gemäldesammlung. Ich habe diese Stellen im Originalspiel auch schon nicht gefunden. Ich versuche es erst gar nicht im DLC. Wenn, dann bin ich immer nur zu Zufall drüber gestolpert. Weil eigentlich das Bild zeigt eine Stelle und genau wenn man die Stelle findet und quasi nach vorne schaut und das sieht, was man auf dem Bild sieht, ist dort, wo man steht, ja, Loot. Und ich schätze mal, entweder ein Kochbuch oder ein Schmiedestein. Das sind so die Alternativen. Den Eindruck habe. Das ist das Einzige, was man finden kann. Kann man eigentlich, ohne dass man komplett außen rumreiten, quasi den Shortcut nehmen und da aufs Dach springen und vom Dach dann irgendwie weiter. Wir probieren es einfach. Das hätte okay, wir legen. Ich habe schon gedacht, jetzt stürzen wir ab und das war's dann. Kirche der Segnung, da muss ja ein Scooterbaum-Ding sein. Hoffe ich. Ja, Marika, das müsste eigentlich das sein, was ich suche. Nein, ist es nicht. Gesegneter blauer Talisman. Regeneriert langsam FP, also nichts für uns. Schwerer Blitztopf, feuersicher eingelegte Leber. Ja, wie gesagt, ich craft halt nie. Ich nehme zwar trotzdem mit, was am Wegesrand liegt, aber naja. So. Das Spiel ist einfach richtig hübsch. Keine Höhle, keine Geheimnisse. Dann noch
die Richtung. Und dann können wir uns eigentlich schon in den Ruinen umsehen. Ich schätze mal, da wird sich jetzt auch nicht so viel verstecken. Moment. Das ist das Startgebiet. Ah. Alles klar. Genau. Das war ganz am Anfang, wo ich mir dachte, hey cool, eine Schlucht gefunden und dann da oben den Loot und so. Aber es nie geschafft, auf die zu kommen. Eidsuchender Ritterbeinschutz, Eidsuchende Ritterschulden, Ritterrüstung, Helm. Pater. Was ist eine Pater? Standardstich. Eine Waffe, die aus einer... Achso, da kommt noch was dazu. Ich habe nur den oberen Teil gesehen. Die aus einer geradlinigen, doppelseitigen Klinge und einem soliden Schutz gefertigt wurde. Von den neidsuchenden Rittern geführt. Aufspießender Stoß. Ja, man, die Rüstung schaut jetzt nicht so schlecht aus. Aber sie ist halt nicht so pretty wie unsere Karrier-Ritter-Rüstung und so. Muss man ganz ehrlich sagen. Wow! Ich dachte, das ist eine Statue. Das ist einer von diesen Breakdance-Spinnern. Okay. Ja, einigen wir uns auf Unentschieden, würde ich fast sagen. So, waren wir da ganz oben? Ich weiß es nicht, aber wenn ich schon mal da bin, dann... Wow! Gab's Wildschweine im Hauptspiel? Oder? Egal, heute gibt's Schweinebraten. Um mal sicher zu gehen. Da oben sind nichts versteckt. Nö. Öp, da waren wir schon. Da links ist noch was. Links von uns, weil das dürfte zu tief unten sein. Schauen wir mal. Verdammt, ich hab gedacht, dieses runtergefallen. Ah ja, okay. So, und jetzt rechts rüber schauen müsste irgendwas sein, aber zumindest nicht in greifbarer Nähe. Naja. Hätten wir zumindest die Rattenplage erledigt, vollständig. Wollen wir uns mit den Schafen anlegen? Die Blitzschafen, ich würde gerne so ein großes Schaf kriegen. Wir probieren es mal bitte kleiner. Thank you.
gut, da ist ein großer Schaf. Hallo, großer Schaf. Ich meine, es tut uns nicht. Ich glaube gar nicht, dass das die Schafe sind, die da. Das ist einfach nur. Keine Ahnung, schlechtes Wetter. Interessieren, das ist nämlich genau da im Zentrum des Waldes. Okay, die Viecher sind zwar riesengroß, aber auch immer schwierig. Sorry für die Schafe vorhin. Jemand, ich muss das rausnehmen. Naja, dann würde ich sagen. Mal schauen, was die Ruinen verstecken. Stadtweitblick. Ich werde den jetzt gar nicht so bekämpfen. Ich meine, es liegt an ihm, wenn er uns jetzt 3 Wochen und 4 Kalendertage verfolgt, ja, dann ist er fällig. Aber ansonsten, ich will mir einfach nur die Stadt Weitblick oder was davon übrig ist ansehen. Und ich muss ja nicht gegen jeden Gegner kämpfen. Vor allem. Ja, mal schauen, wie viele auf uns zukommen. Wenn es zu viele werden, werde ich halt wieder die Mimiktier beschwören, unsere Zwillingsschwester. Weil. Okay. Komm, fall runter. Ich meine, sie können erstaunlich gut springen, die Kollegen. Eigentlich! Und backsteppen, aber keine Ahnung, manchmal verliert sie einfach den Fokus und so. Da möchte ich. Juhu! Da sehe ich was blitzeln. Ja, das ist sicher wieder irgendwas komplett Sinnloses, Belangloses. Gehen wir einfach weiter. Bleibst du bitte da oben auf der Fahrbahn? Dankeschön. Okay, das ist da drüben. Das da haben wir uns auch noch nicht angesehen. Ich setze mal den Wegpunkt. Oder war das dieses leuchtende Fenster? Naja, das war da drüben. Also das da drüben ist blau eingezeichnet, aber das leuchtet blau. Ach ja, es ist verwirrend. Oh, Steak of Marika und oh, bist du wahnsinnig. Yep. Wobei, ich habe eine Idee.
Der Drachenjunge hat's vorgemacht. Wenn wir Glück haben. Mein Controller funktioniert nicht. Ich kann ihn wieder nicht blocken. Shit. Ich kann meinen Schuss jetzt. Hallo? Arm eines Blutunholds. Wow! Was ist mit dem verkehrt? Jetzt weiß ich, warum das steht auf dem Rekord. Was hat denn der für arge Range? So. Ja, mein... Der ist relativ neu, der Controller. Ich weiß, vor 1,5 Jahren bei der letzten Aufnahmesession habe ich noch gemeint, ich brauche einen neuen Controller. Haben wir dann tatsächlich einen gekauft. Und jetzt reagiert dieses Mistding schon wieder nicht. Oder nur stellenweise. Das ist fürchterlich. So. Blutamaryllis. Hat sich ja richtig voll ausgezahlt. Selbst wenn nicht, das gehört einfach dazu. Juhu! Na gut, mal schauen, was die denn bewacht haben. Kuckuck. Erbe der fremden Gottheit. Erhöht die Arkanenergie. Danke. Brauchen wir nicht. Wobei vielleicht sogar, weil wir haben ja unser Blutschwert und so. Und das ist, glaube ich, Arkan. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich meine, mein Soul-Level ist surreal hoch. Jetzt schon langsam mit den Scooter-Tree-Bäumen, Skatman, Joe, whatever, merkt man es auch. Ob man es wirklich merkt, werden wir sehen, wenn ich dann den Löwen mal wieder probiere. Wir haben ja diese, also zwei große Bosse kenne ich ja mittlerweile. Das ist einerseits dieser... Der Löwe und die Doppelklingern-Spinnerin. Ich nenne sie einfach mal so, weil die richtig arg austeilt. Eine Kombo nach der anderen. Also, shit. Okay. Ja klar, kaum springe ich runter, sehe ich auf der Seite noch irgendwas zum Looten, so wie Reiten jetzt einfach. Brachialtour. Aber das ist eh nicht das, wo ich hin will, oder? Wohl, das ist, wo ich hin will. Und zwar... Da runter. Dunkelschmiedestein. Ja, das ist halt das Problem. Das meinte ich vorhin. Das Zeug kann ich tonnenweise kaufen. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, yeah, zahlt sich voll aus und war ein geiles Erlebnis, weil jo, der Shop hat sie alle.
am unfallfreisten aus der Sache wieder raus. Ah, nicht so schlecht. Ah ja, genau, da wollte ich noch rein. Ich starte jetzt den Kollegen noch. Ah, ich habe keine Magie mehr. Ich wollte ihn elegant zerschnipseln. Ich glaube, das ist fast richtig. Die bewerfen uns mit lauter Krempel, bis man dann irgendwann einmal vorbeireitet. Okay. An irgendetwas, was wirklich wichtig ist. Man reitet einfach vorbei, wenn man sich denkt, oh, der nächste Schmiedestein oder sonst irgendein senseless Zeugs. So, wenn du mir nicht nachlaufst und das gleiche gilt für dich und die da drüben, dürft's überleben. Ansonsten, ja. Schrecke ich nicht davor zurück, meine Waffen einzusetzen. So schaut's aus. Ich meine, warum sollten Geister das bewachen, wenn es nichts gibt? Ja, dann halt im Nahkampf. Wow! Crowd Control! Ah, das ist so ein Spezialdings! Gib das her! Super, Fuckman! Geil! Okay, merken. Die Typen mit den Glitzertöpfen können auch Skatman Joe Zeugs rumtragen. War das jetzt der normale Tag-Nacht-Wechsel oder ist es jetzt einfach heller geworden, weil ich die von ihrem Leid erlöst habe und so? Keine Ahnung. Aber das Wetter wurde deutlich besser. Was ist denn da drüben eigentlich? Das ist da. Oder? Ja. Oder ist das da hinten? Das kann da hinten das Schloss sein. Wir randalieren es wieder. Okay, jetzt wird ein Schuh draus und weiß schon wieder. Warum auch immer die Stelle auf der Karte so bläulich eingezeichnet ist, vielleicht ist das auch unten. Na, das ist okay, das ist so ein kleiner. Eine Pfütze. Egal. Aber zumindest, ich glaube mal, die Plattform können wir jetzt mal als erledigt ansehen. Keine Ahnung, haben wir genug Skatman-Joe-Zeugs, um uns nochmal zu leveln? Ja, haben wir. Segenstärke, ja. Dann würde ich fast mal sagen, ich bin so frech, mutig, was auch immer. Wir schauen mal, wie weit wir gegen den Löwen-Dixie kommen. Zumindest wir versuchen es jetzt vor der Seite der Bühne. War das da? Ich glaube, das war da. Schaut zumindest so aus, also ein großer Raum. Ich versuche ihn einfach mal. Es sind ja gerade mal 30 Minuten Aufnahmezeit. Ich werde nur kurz einen Cut setzen. Ich muss einen Boxenstopp machen. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt gegen den Löwen mehr ausrichten können. Bis gleich.